Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda, beziehungsweise The Legend of Zelda, Entschuldigung, Tears of the Kingdom. Gut, wir kommen jetzt zu einem Pfad, wo es anscheinend nicht ganz so warm ist, den wir erklimmen sollen. Wir haben extra nochmal Nachhilfe bekommen, wie das genau funktioniert und da würde ich nochmal sagen, laufen wir doch mal hier den Berg hoch. Oh, hi. Oh, der ist aber groß. Zack. Oh nein, deine Alpha-Klinge zerbricht gleich. Schade. Oh oh. Oh oh. Dabei mögen wir doch unsere Klinge so gerne. Na, wird's jetzt hier langsam kälter? Wo müssen wir lang? Ach du große Neune. Wie sollen wir das denn hinkriegen? Oha. Okay, das haben wir. Aua. Verrosteter Schild. Dieser Metallschild hat wahrscheinlich einmal einem Ritter gehört, wurde jedoch schon lange nicht mehr verwendet. Er ist mitgenommen, aber noch zu gebrauchen. Okay, das machen wir mal hier. Rostigen Schild. Jawohl. Jawohl. Oh, nice. Das haben wir. Sehr schön. Bogentasche ist voll. Dann nehmen wir den jetzt mal weg hier. Nein. Oh Mann. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Den hier weg. So. Okay, dann haben wir hier das geöffnet, beziehungsweise das Opal, ein wertvoller Edelstein, der in großen Erzbrocken gefunden werden kann. Er schimmert ähnlich wie Perlmutt und soll die Kraft des Wassers besitzen. Aha. Ich glaube, wir brauchen noch mal gleich wieder Feuer, ne? Oder gleich mal Feuer, so rum. Dann können wir nämlich Proviant kochen. Jetzt sollten wir vielleicht mal tun. Materialien. Feuerstein in die Hand. Perfekt. So. Und dann haben wir jetzt hier die Materialien und die können wir erstmal alle kochen. Was ist das hier nochmal? Ach ja. Mit Druck ist das, ne? Wenn du ihn kochst, wenn du ihn kochst. Kochzutat. Nehmen wir erstmal die ganzen Pilze hier. So, immer, dass wir das schön gekocht haben hier. Und noch ein Apfel.
Der eine, der fliegt immer ein bisschen zu weit, wa? So. Das hat jetzt geklappt. Das wird jetzt schön geröstet. Perfekt. Gut. Also weiter geht's. Hier durch die Höhle. Ah, hier kann man schon wieder solche Sachen sich bauen. Wait a minute. Geil. Nein. Nee. Nein. Entdeckt. Oh mein Gott, Minenhöhle. Nein. Hör auf. Hör auf. Oh mein Gott, das ist ja unfassbar witzig. Okay, das wird richtig cool. So, den hier bitte einmal daran. Miteinander verbinden. Alles einsteigen, Herr Link. Okay. Da sind wir schon mal ein Stück gefahren. Oh, hallo. Ich bitte dich, warte. Hier ist es noch finsterer als in anderen Höhlen. Falls du dich zum Bergwerkstollen vorwagen willst, brauchst du Licht. Hast du genug Leuchtsamen bei dir? Leuchtsamen? Ah, der Name sagt dir also nix. Die Blumen, die dort so schön leuchten, sind Leuchtfahne. Wie du sehen kannst, strahlen sie ein helles Licht aus und sind daher sehr nützlich. Vor allem, wenn man so dunkle Bereiche wie diesen erkunden möchte und Licht braucht. Die Leuchtfahne wachsen meistens in Höhlen wie dieser. Allerdings haben meine Artgenossen, die hier ihrer Arbeit nachgingen, bereits die meisten Fahne abgeschnitten. Daher rate ich jedem, der hierher kommt, Leuchtsamen bei sich zu tragen. Sie erblühen jedoch nicht von allein. Stattdessen haben Leuchtsamen eine Eigenheit, erst wenn man sie schlägt oder mit einem Pfeil trifft, blühen sie auf. Auch dieser Leuchtfahn dort wurde so von mir zum Erblühen gebracht. Wenn du hier weitergehen willst, solltest du also Leuchtsamen nutzen, um damit Licht in deine Umgebung zu bringen. Ja, vielen Dank. Dann machen wir das doch, oder was? Wo sind die ganzen Leuchtsamen jetzt hin? Da. Oh ja, cool. In die Hand. Nein. Gott. Einfach komplett weggehauen. So, genau. Die Axt hätte ich gern. Ey, nein, nicht da klettern, Mensch. Perfekt. Sonanium. Ein vielfach nützliches Gestein, aus dem einst Energie gewonnen wurde und das man zu Waffen und Rüstung weiterverarbeitete. Oh, aber so viel sogar. Sehr nice. Na, hier ist ja einiges los, wa? In die Hand bitte. Einfacher Stock brauchen wir nicht. Mensch, hier ist ja viel. Nice, ey. Schön viel Sonanium. Auch immer werde ich für später brauchen. Hä?
machst du da, Link? Was machst du da, Link, du? So, hier schön looten. Loot, loot, loot. Okay, und weiter geht's. Leute, was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Nein. Auf den Boden und hauen. Was baut ihr hier, Leute? Nein! Ey, was soll das denn? Ah, okay, das geht auch ein bisschen schneller. Hallo? Hm. Verzeihung, ich war ganz vertieft in die Verarbeitung von Sonanium. Sonanium? Oh, davon hast du noch nicht gehört. Bei besagtem Sonanium handelt es sich um ein besonderes Erz, das in den Tiefen des Landes abgebaut werden kann. Auch auf dieser Insel lässt sich ein wenig davon zutage fördern, jedoch nur in dieser Höhle. Unsere Zivilisation gedieh, indem sie diese Ressource verarbeitete und daraus weitere Materialien herstellte, wie jetzt verarbeiten. Bei der Verarbeitung wird Sonanium in einem Ofen geschmolzen und zu diversen Materialien weiterverarbeitet. Zufälligerweise steht eine Ladung solcher Materialien gerade kurz vor der Vollendung. Bitte warte einen Moment. Vielen Dank für deine Geduld. Erlaube mir, dir zu erklären, welche Materialien hier gewonnen werden. Die Sonau-Energiesphären. Sie dient den Sonau-Erzeugnissen als Energiequelle. Und dann hätten wir hier noch den Sonau-Energiekristall. Dieser enthält Energie in gehärteter Form. Verarbeiten bedeutet also, aus Sonanium Materialien mit anderen Eigenschaften herzustellen. Sonau-Energiesphären? Sonau-Blablabla. Ja, genau, um die wieder aufzuladen. In gehärteter Form. Sie finden vorwiegend Anwendung als Materialien zur Herstellung von Batterien. Oh Gott. Brandgefahr? Ach, hier kann ich das herstellen. Benötigt 3. Ja. Okay, verstehe. Verstehe. Warte mal, nee, dann machen wir doch mal die alle hier. Zack. Komm, nehmen wir alle mit. Ja, ja. Machen wir. Gut, vielen Dank. Vielen Dank, Kollege. Was ist das hier? Sag mal, jetzt nimm das doch mal. Ich bitte freundlichst, die Finger davon zu lassen. Ist es möglich, dass du vergessen hast, Kapseln mitzubringen? Kapseln? Diese Äußerung entnehme ich, dass du sie vergessen hast, oder ist es sogar möglich, dass du sie gar nicht kennst? Kapseln sind handlich verpackte Sonau-Bauteile für unterwegs, leicht zu transportieren und äußerst praktisch. Da du keine bei dir zu haben scheinst, gebe ich dir etwas von meinem Vorrat ab. Ventilator 3-mal. Bei diesem Sonau-Bauteil erzeugt der Propeller im Gehäuse Wind. Die Sonau sollen Ventilatoren zum Transport von Objekten und zur Fortbewegung genutzt haben. Es handelt sich dabei um Ventilatoren. Du kannst sie jederzeit einsetzen. Wenn du sie schlägst, pusten sie los. Sonau-Bauteile sind ausgesprochen nützlich und in großer Vielfalt vorhanden. Ich habe darum immer welche dabei. Leider vergessen viele sie mitzunehmen, deshalb halte ich immerzu nach Nachschub Ausschau. Die Kapseln, die ich dir gegeben habe, waren aber meine letzten. Bitte pass gut darauf auf und verliere sie nicht.
Beachte bitte unbedingt, dass du Kapseln nach der Entnahme aus der Tasche nicht in diese zurücklegen kannst. Ah, okay, also die hat man dann einfach immer dabei. Mhm, verstehe. So, hier ist noch ein bisschen was zum Abbauen. Sehr gut. Sehr nice. Oh. Deine Steinaxt zerbricht gleich, Mensch. Nein. Oh, nicht da drauf losrennen. Genau. Hallo. Selbst diese Höhle war einst reich an natürlichen Ressourcen, doch diese werden rarer und rarer. Eigentlich benötige ich Hilfe, um meine Pflicht hier zu erfüllen. Doch leider scheint keine Unterstützung einzutreffen. Daher verdopple ich meine Mühen und schlürfe und haue Gestein. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich schlürfe und haue Gestein. Hm, wer kennt es nicht? Oh, Gin, ey. Meine Güte. Oh, Mann. Ich schürfe und haue Gestein, so emsig ich nur kann. Oh, Gott. Hilfe. Gut. Also, wir haben jetzt hier die Ventilatoren. Nee, das war Blödsinn jetzt hier. Der muss da schon rauf. Perfekt. So. Genau, perfekt. Dann haben wir den. Was, wieso denn so? Oh. Oh. Help me, ey. So, alles einsteigen hier und einmal dagegen hauen. Zack. Und let's go. Woo. Zum Glück reicht das auch. Oh mein Gott, das wäre ja auch schlimm, wa? Moment, wie kommen wir denn jetzt eigentlich dahin? Reicht. Aus hier. Hallo, Rauru. Aus dem Tempel der Zeit erklingt jeden Morgen und jeden Abend der Klang der Zeitglocke. Für uns, wie auch für die Konstrukte, war dies das Signal, uns zu erheben und uns wieder zur Ruhe zu begeben. Auch unsere Rituale und Zeremonien läuten die Glocke ein. Sie war der Herzschlag dieser Insel. Der Anblick des Tempels und der Klang der Glocke, beides lässt die alten Zeiten in meinem Geiste auferstehen. Was ist denn das da? Na gut. Freut mich. Was haben wir denn hier? Hallo? Kapselspenderbetrieb bestätigt. Heutiges Kapselproduktionssoll wird voraussichtlich erreicht. Oh, du möchtest den Kapselspender verwenden. Wir haben das Soll fast erreicht, du kannst ihn also ruhig verwenden. Kapselspender? Dies ist ein Kapselspender, er kann mit den entsprechenden Ressourcen Sonau-Bauteile herstellen. Er verarbeitet Ressourcen wie Konstrukthörner und Sonau-Energiesphären. Nimm einfach etwas in die Hand und wirf es in die Öffnung. Dies funktioniert ganz ähnlich wie bei einem Kochtopf. Möchtest du auch etwas über Kapseln erfahren? Ja. Kapseln sind portable und enthalten Sonau-Bauteile. Bitte beachte, dass man ein Bauteil nicht mehr in seine Kapsel zurücklegen kann, sobald es einmal entnommen wurde. Bereits mit Hilfe eines einzelnen Kapselspenders kann eine gehörige Menge an Kapseln hergestellt werden. Ich empfehle, überzählige Ressourcen stets in Kapseln zu verwandeln und daraufhin bei dir zu tragen. Du kannst den Kapselspender verwenden. Ich werde derweil mit meiner Überwachungsroutine fortfahren.
Okay. Mal zwei davon in der Hand und zwei davon in der Hand. So. Was passiert da jetzt? Oha. Ventilator? Flammenwerfer, ein Sonobauteil, das Flammen nach vorne schießt. Es wurde ursprünglich für den Schutz vor Monstern konzipiert. Reisekochtopf. Dieses Sonobauteil ermöglicht es dir jederzeit und überall zu kochen. Geil. Ventilator, Reisekochtopf, Reisekochtopf, Ventilator. Ey, voll nice. Danke. Ich will zu meinem Freund. Ich kann die doch mitnehmen. Oh je, was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde? Dann sollte ich mich beeilen, zu ihm zu stoßen. Ich kann mich kaum bewegen. Ja, siehst du? Oh Mann, ich hätte das doch machen können. Nein. Das ist ja eine Katastrophe, Leute. Das sieht so ein bisschen nach Endboss aus, oder? Oh. So, nimm mal den hier, genau, den hier. Und gedrückt halten und einmal drehen. Nein. Genau. Stopp und nach vorne ran. So, und dann nehmen wir das ganze Ding hier mit. Drehen das und setzen es darauf und dann nehmen wir den Typen damit rüber. So, aber jetzt haben wir es endlich geschnallt, dass wir die auch retten können. Perfekt, dank dir bin ich am Ziel. Du hast meinen Freund hergebracht. Danke. Viel habe ich nicht, das ich dir geben könnte, aber wenn du magst, kannst du das hier haben. Krogsamen. Diese kleinen Samen hat dir ein Krog geschenkt. Vielleicht lohnt es sich, viele davon zu sammeln. Riecht etwas komisch. Tschüssi. Und du bist wer? Danke, dass du meinen besten Freund zurückgebracht hast. Ach so sehen die aus. Ah, verstehe. Verstehe, gar nicht geschnallt. Hier mal die Truhe aufmachen, schnell. Sonanium noch ein bisschen gefunden, sehr schön. Ein Apfel. Ein guter alter Apfel. Ist hier auch ein Ventilator oben? Nö. Quatsch. Den nach vorne, genau. Zack, 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 zack. Einmal verbinden, bitte. Dankeschön. Es leckt immer zwischendurch ein klein wenig. Aber das macht uns ja nichts aus. Und hier hoch. Zack. Ach du Scheiße. Hups.
Hups. Da kommen wir gar nicht rüber, ne? Ne, da kommen wir gar nicht rüber. Verdammt, wie machen wir das denn jetzt? Dann müssen wir wohl hier bleiben, richtig? Verdammt, wie kommen wir da hoch? Entdeckt. Chili. Isst man sie roh, sollte man sich auf Schmerzen einstellen. Als Kochzutat wärmt sie den Körper, sodass man sich auch an kalten Orten wollig warm fühlt. Mollig oder wollig? Ach, egal. Verzeih die Störung, aber auf dem verschneiten Berg vor uns ist es ausgesprochen kalt. Wer ihn unvorbereitet erklimmen will, verliert rasch an Körperkraft und mag sogar sein Leben lassen. Sag, wie steht es um deinen Kälteschutz? Kälteschutz? Unwirtliche Breiten strafen achtlose Besucher oft mit dem Tod. Mein Rat kann dir helfen, bitte höre gut zu. Unsere Erschaffer nutzten hauptsächlich wärmende Speisen, um sich gegen Frost und Kälte zu wappnen. Diese kochten sie, indem sie Zutaten mit nach Wärme klingenden Namen verwendeten. Was genau war unwichtig, waren diese nicht zur Hand, zogen sie sich dick an oder wärmten sich am Feuer ebenso wirksam, nur etwas umständlicher. Achtet darauf, welche Zutaten du zu einem Mahl kombinierst. Jedes Gericht kann nur höchstens einen Effekt haben, hörte ich, und ist hier nichts, dass du den Körper kühlt. Es würde den Biss der Kälte hier nur noch verstärken. Okay. Was können wir denn kochen? Ja, die Chili, ne? Scharfe Bratchilis. Lässt dich große Kälte aushalten. Das Lieblingsgericht aller Schafesser. Schmeckst du die sanfte Süße inmitten der beißenden Schärfe? Ja, perfekt. 7 Minuten 30 sogar. Das ist eine ganz schön lange Zeit, oder? Jupp. Jupp, sagt er. Mann, ich bin mir ein bisschen erschrocken gerade. Kommt her, ihr Viechos. Wo seid ihr? Hallo? Geht's hier hoch? Ah ja, tatsächlich. Ja. Und da müssen wir hoch, also. Naja, wir versuchen den unten nochmal hier zu kriegen. Den Collision-Schnürschuder. Schon erledigt. Sehr schön. Das haben wir. Und hier sind noch ein paar Leuchtsamen. Mann, ey. Jede Menge Loot hier. Hohoho. Das freut den Djinn-Doktor. Und hier macht den Kram kaputt. Rhodonit. Ein wertvoller Edelstein, der in großen Erzbrocken gefunden werden kann. Es wird ihm nachgesagt, die Kraft des Feuers zu enthalten. Er zielt sehr hohe Preise. Nett. Oh, hier ist noch ein Pfeil, den wir gerade daneben geschossen haben. Von wo sind wir gekommen? Ach da. Und da sind wir gekommen.
Das war ganz schön knapp gerade. Ich dachte gerade, wir fallen jetzt richtig auf 12. Aber never mind. Der Link, der kann das. Gut, Freunde. Dann würde ich doch mal sagen, bleiben wir doch hier stehen und in der nächsten Folge wagen wir uns in die Kälte. Wir ballern uns vorher noch da die Chilis rein und dann laufen wir zum letzten Schrein. Ich bin sehr gespannt und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Oh, hier direkt vor uns sind auch wieder Chilis. Und ja, ich freue mich dann aufs nächste Mal. Bis zur nächsten Folge. Köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao.